So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ja, ich weiß nicht, was los ist heute. Es ist jetzt schon mittlerweile 14:30 Uhr. Ich muss auch gleich los. Aber ich habe wirklich gar keinen Hunger heute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe gestern Nacht gegessen. Auch nicht so gut gegessen, muss ich sagen. Bei McDonald's irgendwie auf die Schnelle. Um 2 Uhr nachts habe ich mir dann Burger irgendwie reingehauen. Aber okay, es ist halt so, ich habe einfach keinen Hunger. Ich werde mir jetzt irgendwie erzwungenermaßen eine Banane oder so reinhauen und dann geht's zum Spiel. Also bis dann, ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt geht's auch los. Heute ist ein bisschen regnerisches Wetter, aber das sollte uns nicht aufhalten oder davon abhalten, Tischtennis zu spielen in der Halle. Let's go! Jetzt werde ich noch mal was beim Asiaten kaufen schnell. So, damit ich nicht ganz ohne Essen spiele, habe ich mir jetzt noch beim Asiaten schnell was gekauft. Werde jetzt mein Essen genießen und dann geht's in die Halle. Dann werden wir aufbauen. Dann freut man sich auch aufs Spiel, ist motiviert und gibt sein Bestes. Jetzt sind wir auch angekommen hier. Jetzt werde ich schaken. Schöne Pflastersteine hier. Nochmal eine kleine Rückenmassage. Hier mein Eierreis genießen. Schaut euch das an. Wahnsinn. Lukas, falls du das siehst, melde dich bei mir. Vielleicht sollten wir mal so eine Foodblog-Serie machen. Wirklich unglaublich. Angekommen in der Halle. Mal sehen, wer schon da ist. Ist klar? Hey, Ali! Hey! Dann ging es auch schon los. Mein allererstes Spiel habe ich gegen Philipp Floritz gemacht. Philipp hat aktuell einen TTR-Wert von 2388. Und hat die beste Bilanz in der Liga mit nur einer Niederlage. Also ganz viel Spaß und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das Spiel fandet. In dieser Situation wurde dann ein bisschen diskutiert. Der Schiedsrichter hatte Philipp seinen Aufschlag sozusagen ermahnt. Ich finde, dass die Schiedsrichter eine gute Arbeit geleistet haben an diesem Wochenende, aber muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich dieses Mal die Aufschläge von Philipp gesehen habe und dass er sich bemüht hat.
Ja, dann war es auch soweit. 3:0 für Philipp. Er hat verdient gewonnen. Dann kam es zur 15-minütigen Pause und mein Freund Norbert König war als Ehrengast da, aber schaut selbst. Hallo liebe Tischtennisfreunde. Heute ist mein Freund Norbert da. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Heute moderiere ich mal. Sehr gerne. Stell mir Fragen. Ich sage nur, geiler Sport hier schon. Genau. Wie hat dir das Spiel gefallen? Ja, also deins hat mir so mittelmäßig gefallen, weil du ja verloren hast, aber mit großartigen Bällen zwischendurch. Aber eure Nummer 1 natürlich, der Sebastian, das muss ich mal kurz rüberschwenken, genau. Klar. Hat natürlich schon mal deren Nummer 2 geputzt und schauen wir mal, wie es gegen den Philipp Flores läuft. Das war für dich natürlich eine harte Aufgabe. Das stimmt. Hat auch nicht mal ebenso. Hat auch gut gespielt, absolut. Also, danke, dass du da bist, Norbert. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Dazu. Bye, bye. Im zweiten Spiel ging es dann gegen Valentin Natnemedi. Das letzte Mal konnte ich das Spiel für mich entscheiden mit 3-2. Aber jedes Spiel ist ein anderes, deswegen schaut selbst, wie es ausgegangen ist. Thank you.
Ja, im letzten Satz wurde er dann immer sicherer und hat besser gespielt. Ich habe zu leichte Fehler gemacht und musste ihm gratulieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.